Hallo und seid mir gegrüßt, heute Freunde der WoW-Szenerie. Wir sind hier nicht mit Manak am Start, dem Krieger, nein, sondern mit dem Paladin Heiler, mit der heiligen Kuh Thork. Thork ist die Abkürzung, beziehungsweise sind die Initialen von The One Hand Gamer, ja, T-O-H-G. Und der Charakter besteht nicht ohne Grund, denn er ist Teil eines Projektes, einer Gruppe, die sich mit Level 110 dann zusammenfinden wird und dann die Warcraft-Welt von Legion und noch darüber hinaus dann erkunden wird. Wieso ist eigentlich die Tastatur so komisch hier? So, okay. Handcam ist mit am Start. Ihr seht es ja hier, ne? Hallo Handcam. Und genau, Thork ist jetzt Stufe 101. Das heißt, wir werden jetzt Legion angehen. Er ist also unabsichtlich mit Level 101 hier drin, weil er nämlich eigentlich noch paar Items sammeln wollte für sich selbst und damit er eben halt zukünftig noch besser heilen kann oder noch mehr Schaden macht, je nachdem. Aber ja, deswegen ist das Ganze zu Level 101 gekommen und dankenderweise an Jubi, schöne Grüße an dieser Stelle, der hat mir gesagt, so von wegen, dass es hier bei Orgrimmar die Chance gibt, das wusste ich bisher auch noch nicht, hat mir ja nie einer gesagt, ich habe auch die Patchnotes nicht gelesen, dass es hier einen NPC gibt, bei dem man die Erfahrungspunkte deaktivieren kann. Und der ist nämlich hier bei Halle der Kriegshelden, da wo auch der Kriegerlehrer ist. Dann ist er hier ganz, ganz, ganz weit oben. Und hier nämlich. Erfahrungseliminierer. Was jetzt? Zu dem geht man hin und sagt man dann hier unten, ich wünsche erneut Erfahrungspunkte zu erhalten. Weil hier unten seht ihr nur die eine Leiste Orden der Erwachten. Das ist eine Ruffraktion, die ich aus Draenor mir noch gespeichert habe, weil ich da gerne ein bisschen Ruf farmen wollte. Aber das hat sich dann auch irgendwie so zerschlagen. Gut, aber wir starten dann jetzt hier durch. Für 10 Gold kriegen wir unseren Erfahrungsbalken wieder. Da haben wir ihn schon. Geduld und Disziplin. Blau ist der Herr Kollege. Und wir können jetzt also durchstarten mit Level 101 und 22%. Dem Untergang entgegen, sozusagen. Während man im Hintergrund schön ein Flugzeug hört. Wahrscheinlich. Ja. Ist Musik überhaupt an? Jetzt ist Musik an. Okay, alles klar. Dann ist nämlich auch das Flugzeug schwerer zu hören. So, wir müssen jetzt... Meldet euch bei Holger Sturmaxt an der Blockade von Dranorschar. Dranorschar. Ja, das Ganze kenne ich ja auch schon von Manak. Manak ist ja eigentlich der Charakter, mit dem ich das gerne sozusagen jungfräulich erleben möchte. Deswegen werden wir hier auch vorerst nur so weit spielen, wie ich das mit Manak kenne. Und wenn wir dann hier den Punkt erreicht haben, wo ich mit Manak stehen geblieben bin, dann werden wir auch hier stehen bleiben. Macht Sinn. So. Wo ist er denn? Da ist er. Okay. Das Ganze werde ich jetzt nicht vorlesen. Also bei Manak habe ich das Ganze vorgelesen. Hier werde ich das nicht tun. Hier werde ich einfach nur... diese Geschichten kenne ich bereits. Einführungssequenz von Legion überspringen und die Reise in Dalaran beginnen. Ja, das mache ich am besten. Kann ich das auch so noch machen? Oh ne, jetzt habe ich das glaube ich falsch gemacht, ne, kann das sein? Ach ne, habe ich nicht. Okay, pass auf. Dann werden wir das Ganze hier überspringen, weil wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr bei Manak vorbeigucken. Ich werde hier, wie gesagt, das Ganze überspringen, denn das spart enorm an Zeit. Aber kann ich den jetzt noch mitnehmen oder kann ich den nicht mitnehmen, weil ich hätte den schon gerne. Ach, scheiß drauf. Wir gucken mal, was passiert. Seid ihr sicher, dass ihr die Einführung an der verheerten Küste überspringen möchtet? Die Quest kann bei Archivarin Dalaran auf der verheerten Insel erneut angenommen werden. Jo. So, dann überspringen wir nämlich das Ganze.
und sparen so ein bisschen Zeit. Okay, wir sind da. Wir haben den Ring jetzt nicht zugesteckt bekommen, ne? Nee, glaube ich. Nee, haben wir nicht. Ist in Ordnung. Kein Stress. Gut. So. Dalaran. Hallo, Dalaran. Braucht ihr Hilfe? Kennen wir schon durch Marnak. Im Hintergrund, man hört es wieder. Das Flugzeug, höchstwahrscheinlich. Ich hoffe nicht. Oh, schickes Reittier. Habt ihr das gesehen? Oh, hier ist eine Ratte. Mhm. Okay. Wir kriegen einen Ruhestein für Dalaran und Foliant des ruhigen Gemüts, ja. Okay, Quest beenden. Seid vorsichtig. Dalarans Ressourcen stehen euch zur Verfügung. Von hier aus werden sich Helden der Allianz und Horde, bla. Ja, ist gut. Ah ja, genau, man kann hier gar nicht fliegen. So, wo geht's denn weiter? Hier ist eine Quest. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Das war's auch schon. Nur die reine Questabgabe. Warum auch nicht? Jetzt muss ich noch nach... Champion, dem Licht sei Dank. Ich muss euch dringend sprechen. Ja, hier. Anwesend. Wir werden obsiegen. Holt Tawad und Oryk Treuherz und findet euch dann mit ihnen bei Lord Maxwell Tyrosus an Krasus Landeplatz ein. Vortrefflich. Trefft mich auf Krasus Landeplatz, sobald ihr gerüstet seid. Irgendwie hängt gerade so der Questlog. Kann das sein? Weil hier, ich hab nix mit... Doch, ich glaube, der Questlog, der hängt gerade ein bisschen. Eigentlich müsste das hier aufplocken. Und... Alchemielehrer. Raus mit der Sprache. Ja, nehmen wir mit. Hier, Alchemie. Tschüss. Ja, sehr gut. Ja, der Questlog hängt. Geil. Okay, ich versuche mal kurz mit Relog. Mal sehen, ob das funktioniert. So, und wir haben... Ah, guck mal. Jetzt sind sie da. Sehr schön. Verfolgen. Zurück. Verfolgen. Verfolgen. Sehr schön. Hab schon gerade ein bisschen Panik geschoben. Oh nee, ey, hör mir auf. Schlimm. Tarwerk abgeholt. Wo bist du denn? Bist du das? Nee, du bist das nicht. Warte mal. Wen suchen wir denn? Tawad abgeholt und Ork Treuherz abgeholt. Ist keiner von den beiden oder von den dreien hier. Aber ich bin eigentlich schon richtig. Nochmal kurz hier reinspaziert. Ta, 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 ta. Ach so, okay. Alchemiebedarf. Nachher kommt es noch raus, dass ich hier was komplett Neues kennenlerne und so. Ich weiß es. Das ist es. Auf zum Schildhügel. Ach. Zeit drängt. Hier bist du. Oryk. Wie geht es euch? Oryk hängt bis zur Kniekehle im Boden. Das gibt gleich mal einen Screenshot, Kollege. So, warte mal. Ich muss kurz Interface. Anzeige Namen. Alle ins... keine. So. Weil das Bild sieht schon sehr gut aus und dafür, ne, gibt's gleich mal einen Screenshot. So. Perfecto mundo, während hier mein Handy gerade im Weg ist. Okay. Seid gegrüßt. So, ihr werdet zunächst dringend an Krasus Landeplatz gebraucht. Ja. Auf Wiedersehen. So, das... Du bist ein guter Kerl. Da sage ich nicht nein. Es lauern zu viele Gefahren, als dass ich etwas Hilfe ausschlagen würde. Schön für dich. Vielleicht sind wir doch nicht allein, Tahu. Schauen wir, was Tyrosus zu sagen hat. Inschriftkundenbedarf. Okay, alles klar. Das war jetzt etwas, was ich, glaube ich, bei Marnak nicht kennengelernt habe. Interessant.
Auch wenn niemand uns hilft, müssen wir unsere Pflicht tun. Beten wir, dass das, was vom Orden übrig ist, dafür ausreicht. Ja. Für Tür! Möge Tür euch leiten. Falls sich Hilfe auftreiben lässt, werden Efrina und ich kommen. Ruhig. Morgenlicht. Okay, also das kenne ich jetzt hier so nicht. Und ich habe gerade so das Gefühl, als ob... aber man kann das dann noch wiederholen, hat ja der Ork in Durotan gesagt. Nur ich bin mir da gerade nicht so sicher. Also... Nee, ich lasse es. Ich lasse es so, passt. Komm mal kurz hier, was mit Kräuterkunde ist. Kräuterkunde-Lehrerin. Ich habe das Richtige für euch. Geht nix. Kräuterkunde-Bedarf. Ich liefere nur feinste Waren. Was haben wir hier? 12 Platz. Das ist mir zu wenig. Benutzt erlernt Kräuterkundentechnik neu, die durch das Erfüllen von Quests auf den verheerten Insel erhalten habt, doch nach einem Berufswechsel vergessen habt. Ha! Das ist das Problem, ich hab's nicht. Aber 950 Gold. Na, lass es. Es wird natürlich jetzt hardcore, ne? Wenn ich, boah. Ey, wäre ich stinksauer. Ach, verdammt, ich wollte doch wegen dem Trank gucken. Okay, das ist ein blödes Hin und Her hier. Weil ich auch gerade so ein bisschen perplex bin. Dass es hier offensichtlich Klassen verschiedene Geschichten gibt. Und deswegen bin ich gerade am überlegen, ob das wirklich eine gute Idee war. Hier geht nichts. Fürchtet die Lebenden. Fläschchen. So, das ist ja noch von Draenor. Deswegen bin ich gerade überlegen, ob es jetzt wirklich so eine gute Idee war, das Ganze zu überbrücken. Das Ganze zu überspringen. Ist egal, komm, wir machen jetzt einfach weiter und gut ist. Himmel, Herrgott, dieses ganze Hin und Her, das nervt. So. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ja, also bei Marnak, dem Krieger, da war das so, dass hier eigentlich ein Ork stand und kein Mensch. Also Lord Maxwell Tyrosus, der war nicht hier. Nee. Der Ork stand da, nämlich. Und es ist okay. Wir machen einfach Solange mal. Solange wir am Leben sind, wird Azeroth nicht fallen. Wählt eine Artefaktwaffe nach die ihr suchen wollt. Okay, wir das... Brüder und Schwestern, wir dürfen den Aschenbringer nicht vergessen. Okay, das... Tyrion mag fort sein, doch die Klinge ist noch da draußen. Ich hätte das echt, glaube ich, nicht überspringen dürfen. Ich weiß es nicht. So, wir sind auf heilig getrimmt. Das heißt, wir nehmen hier die silberne Hand. Auswählen. Seid ihr sicher, dass ihr dieses Artefakt wählen möchtet? Es wird eine Zeit dauern, bis ihr die anderen in euren Besitz bringen könnt. Jo. Arbeit abgeschlossen. Zu euren Diensten. Sprech mit Harvard in Dalaran, ne? Okay. Wo ist er denn? Da ist er. Grüße. So. Begebt euch zur Drachenöde Nordend und sucht nach Galford und seinen Funken von Tier. Auf Wiedersehen. Ich schwöre euch... Mein Bruder sprach von einem Drachen namens Anigosa am Wyrmruh-Tempel. Sucht sie auf, während ich einen Angriffstrupp aufstelle. Also, ich glaube echt, ich hätte das nicht überspringen dürfen. Verdammte Scheiße. Das sieht aber auch ziemlich geil aus hier mit den Schild, Waffe und so. Geil. So, Portal zum Wyrm-Tempel. Jo. Bereit zur Arbeit. Zurück nach Lich King.
Ich habe gerade echt ein schlechtes Gewissen, dass ich das übersprungen habe. Scheiße, Mann. Oh, das hätte ich, glaube ich, nicht machen dürfen. Würmtempel, hello. So. Für den blauen Drachenschwarm. Lanigosa, so ist es. Ich suche einen Paladin namens... Ach, guck mal, das ist... Ah, das ist klassenbedingt... Okay, alles klar. Es ist klassenbedingt. Und... Oh, super Idee, ey. Geil, das heißt... Also, es wird... Also, ich weiß es nicht. Aber... Kann sein, dass es eben halt wirklich echt egal ist, mit welchem Charakter ich Legend spiele. Glaube ich jetzt. Ich stelle einfach mal hier was hin, was vielleicht gar nicht stimmt. Aber vielleicht haben die das so gemacht, dass jede Klasse seine eigene Geschichte hat und somit der Spieler an sich, wenn er eine Klasse noch nie gespielt hat, hier quasi blind reinfliegt. Ihr wisst, was ich meine, ne? Da muss ich das ja jetzt vorlesen. So ein Scheiß. Ja, na dann. Das überspringen wir jetzt hier. Galakrons Ruhestätte ist kein Ort von Gastlichkeit. Ein Fährtenzauber sollte das hier beschleunigen. Dort. Ein wenig Magie wird euch auf Galfords Spur führen. Viel Glück. Okay, das macht hier irgendwie ein bisschen mehr Spaß. Als... Das bei Marnak, aber es ist halt nur ein Gefühl. Was bringt euch hierher? So, kann ich... Ich kann doch hier fliegen, ne? Jo, ich kann fliegen. Oh, das wäre jetzt geil gekommen. Pass auf. Loslaufen, springen, beziehungsweise wo ich dachte, ich kann fliegen. Dann springt der Drache nur und ich falle dann voll in die Tiefe. Klong, tot. Läuft. Kacke, Mann. So, bist du oben oder bist du unten? Du scheinst wohl unten zu sein. Nee, jetzt bist du oben. Da bist du. Arbeit, Arbeit. Euer Freund kam hierher, weil er Antworten suchte. Sein Verstand floss über vor Erinnerungen, die in den Funken geschlummert hatten. Er erfuhr von Tyrs Schlacht gegen Galakrond vor uralten Zeiten und wie er seine Hand im Schlund des Drachen verlor. Ich hätte es nicht überspringen dürfen. Ich habe es echt so im Gefühl, als ob ich die Geschichte auf der verheerten Insel nicht hätte überspringen dürfen. Ach, bitte, also wirklich, korrigiert mich oder beruhigt mich für den Fall, dass ich nicht richtig liege. Ach, scheiße, ey. Ja, mal gucken. So, 74, die dürften mich jetzt eigentlich nicht angreifen. Na komm. Falsche Taste. Jotun, seit langer Zeit Tyrs engster Gefährte, schmiedete ihm eine silberne Hand. Als Tyr sich gewahr wurde, dass Loken ihn verraten hatte, blieb Jotun zurück, um die Verfolger des gefallenen Wächters aufzuhalten. Findet Hinweise auf Galfords Aufenthaltsort. Jo, geht los. Scheiße, ey. Und Tan hat mir noch gesagt, so von wegen, genieß es. Jetzt kann ich es gerade nicht genießen. Ach, scheiße. Arbeit, Arbeit. So, nächster. Euer Freund suchte Jotun auf. Doch der Funke hatte ihn nicht vor dem grausamen Fluch gewarnt, mit dem Loken den Verstand des Hüters verwirrt hatte. Der Paladin eilte zu der Schlucht südlich von hier, direkt in sein Verderben.
bereit zur Arbeit. Kann ich vielleicht nochmal zurückspulen, so von wegen, hey, pass auf, ich habe die Questreihe hier noch gar nicht angefangen, ich stehe immer noch in Orgrimmar und vor dem Ork mit der Auswahl, ob ich jetzt die Geschichte überspringen möchte oder nicht. So, geht an die Schlucht. Ich bin an der Schlucht. Und ich habe euch überall gesucht. Seid ihr fündig geworden? Oh nein! Ich bin untröstlich. Es scheint, eurem Freund wurde übel mitgespielt. Was könnte... Verlasst diesen Ort! Lokens Fluch treibt mich, Tyrs Verbündete hinzuschlachten. Bis zu seiner Rückkehr muss ich Tyrs Funken verteidigen. Von welcher Essenz spricht der Riese? Ich muss euch sprechen, Champion. Oh, tritt nicht auf mich drauf. Okay, das ist jetzt hier Kampf der Giganten, wa? Hallo. So, sagt mir, was vor sich geht. Wonach sucht ihr, Torg? Galfor trug einen Funken von Tyrs Essenz bei sich. Wie es scheint, hat Jortun ihn getötet und ihn gestohlen. Ich brauche den Funken von Tyrs Kriegshammer zu beanspruchen. Was? Um Tyrns Kriegshammer zu beanspruchen. Jetzt habe ich's. Bereit zur Arbeit. Ein nobles Bestreben. Ich werde im Kampf gegen Jotun an eurer Seite stehen. Rüstet euch. Okay. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Oh, wow. Ich muss euch vernichten. Oh, fett, ey. Der Schmerz erdrängt den Fluch aus meinem Geist. Für den Moment. Lokens Magie verweigert mir den Tod. In wenigen Augenblicken wird der Wahnsinn wieder über mich kommen. Bereit zur Arbeit. Hier ist der Funke. Nehmt ihn und flieht. Halte das Andenken an meinen Freund am Leben. Geht klar. Jetzt. Bereit zur Arbeit. Wenn ihr wünscht, kann ich euch in eure Himmelstadt tragen. Galfords Überreste werde ich später abholen. Aber sicher doch. Bereit zur Arbeit. Brauche ich nicht selber aufsitzen. Jetzt fliegt sie Auto, fliege ich automatisch. Das ist doch super. Wird echt Tür ausgesprochen. Okay, gut. Arbeit abgeschlossen. Boah, ey, okay. So, Tür hier. Nee, Tür ist Wache. Also, Travard. Ah. So, ich gehöre zu Tyrs Wache. Wir sind ein Geheimorden von Paladinen, die seit langer Zeit ein großes Geheimnis beschützen. Leider ließen uns die Umstände in jüngster Zeit keine Wahl. Und wir mussten uns zu erkennen geben. Auf Bruder... Ja, okay. Quest beenden. Ein schrecklicher Verlust. Doch ihr habt seinen Funken und einen weiteren. Wir müssen weitermachen. Um Galfort werde ich mich später trauern. Werde ich später trauern. Oh, war ja. Die silberne Hand. Zu viele wissen jetzt, wo das Grabmal liegt. Es muss auf ewig verschlossen werden. Aber zuvor müssen wir den Hammer bergen. Tyrosus ja, hat uns eine Truppe von Streitern zugesprochen, die uns bei der Bergung des Hammers unterstützen soll. Und einige aus meinem Orden werden uns dort ebenfalls treffen. Ich fürchte jedoch, dass selbst das nicht genug sein wird. Ich bin froh, dass ihr bei uns sein werdet. Nehmt das Portal zum Dalaran-Krater und fliegt dann nach Tirisfal, um dort zu uns zu stoßen. Ich habe den Ort für eure Karte markiert.
auf eurer Karte markiert. Begebt euch nach Tyrsos Fall in Tiris Fall und bergt die silberne Hand. Derselbe Questverlauf, sprich so dieselben Aufgaben, aber auf anderen Gebieten. Auf bald. Ist das ätzend. Ihr könnt durch das Portal zum Dalaran-Krater dorthin gelangen. Ich werde dort mit Verstärkung auf euch warten. Ja, ist okay. Ich glaube, bei Marnak war das ja mit... Sucht euren Bruder und sammelt euch am Grabmal. Verdammte Axt, ey. Bei Marnak war das ja, glaube ich, mit, Namen vergessen. Egal. Gut, pass auf, wir bleiben jetzt hier mal stehen und gucken dann, wie es in der nächsten Folge weitergeht, weil ich bin nämlich jetzt schon gut, ja, so über 20 Minuten bin ich jetzt und deswegen hier mal einen kurzen Break. In der nächsten Folge geht es dann weiter und wir sehen uns dann. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage Tschüss, ciao, auf Wiedersehen, gehabt euch wohl und ich würde gerne nochmal zurückspulen. Bis dann.